Ah, oh Mann, hallo, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Warlords Battlecry 2. Mann, ich bin sauer, weil in der letzten Folge wollte ich eigentlich dieses Duell machen, aber das Spiel ist mir abgeschmiert. Ah, deswegen habe ich jetzt das Duell verloren. Toll, jetzt haben die fehlen ihre Hauptteile wieder. Das werde ich dann ausstehen wieder zurückerobern. Aber ich hätte euch gerne gezeigt, was passiert. Also wir hätten jetzt mit unserer Armee gegen die andere kämpfen müssen. Und dann hätte das Spiel, also hätten wir das gewonnen und doppelten Tribut erhalten und den Feuerwald hätten wir behalten können. So, was ist jetzt passiert? Warum sind wir auf dieser Karte? Als ich das Spiel wieder laden wollte, hat mich ein feindlicher Held zum Duell herausgefordert. Das gibt's auch. Das konnte ich euch leider nicht zeigen, weil, wie gesagt, wegen diesen Windows, wegen diesen Fenstern hier, wegen der Auflösung wäre das schlecht gewesen. Deswegen, da stand nur, ein Held erobert sie heraus, oh Gott, fordert sie heraus. Und wenn sie ihn schlagen, dann kriegen sie massig Erfahrungspunkte. Also meine Erfahrungspunkte hier habe ich auch angenommen. Ich habe mir einen kleinen Stab hier zusammengetrommelt aus ein paar Armeepunkten. Es gelten ungefähr die gleichen Regeln. Also, ich kann sogar Gebäude bauen. Ich kann sogar, dann mache ich das auch gleich mal. Genau, und ja, jeder Spieler ohne Held gilt als besiegt. Deswegen quasi eine kleine Assassinen-Mission, auch mit der zufälligen Karte. So, weiter geht's. Und hoffentlich kratzt mir das Spiel jetzt nicht ab. Ich bin da schon leicht sauer jetzt. Dann machen wir hier mal diesen Dings und auf magische Verteidigung bitte. Natürlich. Beide gehen. Ah, sind sie schon. Habe ich ja gerade gemacht. Oh, ich bin ganz durcheinander. Dann So gucke ich soll mal, es ob ich den schon irgendwie niedergeschrieben werden. kaputt machen So kann. soll es niedergeschrieben werden. Jo. Auch ein Mensch natürlich. Und der ist hier. Der Quasnon ist hier noch eine alte So soll Dämoneneinheit es gewesen. Und das alles sind niedergeschrieben alles werden. Veteranen hier. Ne, der Junker nicht. Den habe ich mir einfach so So soll gekauft. es niedergeschrieben werden. Jo. Wo ist denn der Depp? Ah, oh Gott, bin ich sauer. Jetzt muss ich die Feuerwehr wieder zurückerobern. Naja. Wollt ihr das übrigens sehen, das mit dem Feuerwald? Ich glaube nicht, oder? Mein Junker ist wieder kaputt. Neue Armeen und Ah, Gebäude wenn ihr es sehen errichten. wollt, dann. Wie darf ich euch Ich dachte, ihr macht hier Magie und so. Ja, dann gehe ich mal hier hin und beschwere ein paar Golems. Ja. Ach, das kann er auch umwandeln hier, oder? Ja, genau, dann machen wir es so. Dann wandeln wir zum ersten Mal mit unserem Haupthaus um. Das kann auch umwandeln. neues Truppen werden angegriffen. Ja, das sollten wir auch schnell geschafft haben. Ist übrigens auch ein menschlicher Held. Suri Was ist das? Dieb? Ach, keine Chance. Dam, 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 dam. Ja, kannst du ruhig machen. Kratzt mich herzlich wenig. Ja, mei. Erst mit dem kaputt machen. Danach kümmern wir um dich. Ich kriege einen Haufen Erfahrungspunkte, wenn das Spiel nicht abkratzt. So, ich habe gewonnen. Kurzes Intermezzo. Mach ich aber extra Folge draus, glaube ich. Dann, 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 abkratzt. Nee. Ihr seid Mach mal sicher. kaputt, du kriegst Erfahrungspunkte. Gut. Jo. Dann gucken wir mal, wie viele Erfahrungspunkte ich kriege. Und es müsste ein Haufen sein. Genau, 42, wunderbar. Für diese kurze Karte, wunderbar. Jo, nehmen wir 11 Erfahrungspunkte. Kaufen uns den Großpaladin? Nein, Zauberbeherrschung, auch nicht schlecht. Eine stärkere Wirkung. Nein, endlich mal hier auf die Zauberfähigkeit. Genau, nämlich segnen, erhöht die Moral. Nein, weißer Schutz. Nein, die Gruppe heilen, genau. Gruppe heilen wollte ich machen. Und vielleicht aneignen. Alle Gebäude in der Nähe werden voll umgewandelt. Das ist vielleicht ganz gut. Was ist denn eine Wache? Ist eine Wächterstatue, die Land bewacht. Auch nicht schlecht. Hallo, nehme ich? Nehme ich? Den kleinen Gegenstand nehme ich nicht. Ich mache hier auf Zauberfähigkeit. Achso, dann habe ich einen Punkt noch übrig. Oder den Bronzekohl. Dann habe ich auch einen Punkt übrig. Das ist alles blöd. Oder ich mache hier noch was. Dann mache ich hier mal auf Magie. Da kriege ich auch bessere Zauberfähigkeit. Und dann hier noch auf Moral auf Führung, dann erstmal darf die Zauberfähigkeit auf die Weiße oder die Alchemie? Auf die Alchemie wahrscheinlich. Zauberfähigkeit 10, Zauberfähigkeit 5, okay. Trotzdem ist mir die lieber, weil ich die öfter brauche. Wunderbar. Jo, wir kriegen keine neuen Einheiten. So, und die Hauptstadt der Feen. Wo ist sie denn? Hier. Gehört wieder den Feen. Na ja, super. Jo, wenn ihr wollt, dass ich die Offscreen nochmal zeige, dann, nicht Offscreen, sondern halt nochmal zeige, dann schreibt es mir bitte in die Comments oder
schreibt es mir irgendwie. Ansonsten werde ich die irgendwann mal in der nächsten paar Folgen wieder zurückerobern. Offscreen. Wenn ihr wollt sehen, dann schreibt es mir bitte. Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter auf das Reich der Plagen. Fürst Antgar, Herr der Plagen, bewohnt dieses sumpfige Faulland. Ich besitze keine erschlossene Widerstand, aber ich möchte den Rüstungsbonus gegen Stichwaffen haben. Und kann jetzt natürlich nicht die Feen anwählen. Super. Zwerge, Barbaren, Orks, kaum Widerstand natürlich, Dunkelelfen, Entschlossener. Alles Entschlossener, oh mein Gott. Dann machen wir eine entschlossene Karte. Mit was denn? Dunkelelfen vielleicht? Zwerge, Menschen? Ja, mach mal dunkle Elfen nochmal, oder? Ich glaube schon. Entschlossener Widerstand. Gucken wir, ob sie es schaffen. Aber müssten wir hinkriegen. Weil wir jetzt schon ziemlich gut als Held sind. Mit dem Aneignen so. Kriegen wir, glaube ich, hin. Dann nehme ich noch 10 zusätzliche Armeepunkte. Und machen jetzt schon mal einen Hexer, weil er kann Zombies herbeirufen. Oder? Oder halt hier den Weißmagier. Den alten Wisp nehme ich mal, der kann mir Kristalle herbei beschwören. Dann nehme ich mal den hier. Der kann Mehrfachschuss. Und dann den Rest hier als Hexer. Genau, machen wir so. Dann. Ja. Genau, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir diese entschlossene Widerstandskarte machen. Hoffentlich gewinnen wir die. Bis dann, Servus und Ciao.